So ist es, Gerhard. Eine ganz, ganz große ist sie. Sie kann mit die Größte werden, wenn sie nämlich in dieser Woche ein kleines Wunder vollbringt und Maria Petrova ihren Titel erfolgreich verteidigt. Überraschenderweise traut ihr das die Fachwelt zu, nachdem man sie hier in Wien beobachtet hat. Eine Riesensteigerung von Maria Petrova da in diesem Jahr, im Jahresverlauf. Dazu dann später mehr. Erst einmal genießen wir ihren ersten Vortrag, den Einstieg bei dieser Weltmeisterschaft mit den Keulen. Oh ja, ich glaube, hier deutet sich eine ganz große, spannungsgeladene Auseinandersetzung. Dann im Vierkampf, im Mehrkampf ab Freitag und am Sonnabend an diese Maria Petrova, die eigentlich schon nach den Weltmeisterschaften in Paris im Vorjahr sich verabschiedet hatte und unter Schmerzen sich wieder ihrem Landesverband zur Verfügung stellte, weil da so ein kleines Nachwuchsentwicklungsloch in Bulgarien absehbar war. Aber wie sie dieses Wettkampfjahr bis zu dieser sportlichen Superform hier in Wien gestaltet hat, das nötigt alle Achtung schon nach ihrer ersten Übung ab. Maria Petrova, ich bin gespannt, was ihre Einzelleistung angeht in der Auseinandersetzung mit Serbrianskaya, mit Vitrychenko. Aber hier, was die Nationenwertung angeht, ist ja Bulgarien Titelverteidiger, wenn man so will. 93 Alicante, Platz 1, Bulgarien vor Platz 2, Ukraine, dann Russland. Und Bulgarien war ja auch beim ersten Nationenwettbewerb 89 in der Goldspitze mit der damaligen UdSSR zusammen. 9,8 Spitzenwert bisher, der unterstreicht das eben Gesagte.